Mein Name ist Daniel, ich bin 26 Jahre alt, seit 17 Jahren bald in der Feuerwehr hier tätig, davon 10 Jahre im aktiven Dienst. Und meine Aufgabe hier in der Feuerwehr ist, dass ich die Jugendfeuerwehr hier in der Münstermitte leite. Wir sind ein 42-köpfiges Jugendfeuerwehrteam und die haben hier jeden Mittwoch ihren Dienst. Und das ist meine Hauptaufgabe neben dem normalen Einsatzgeschäft, was wir hier in der Münster auch fahren. Also ich bin hier aktiver Feuerwehrmann und wir fahren im Jahr ungefähr 130 Einsätze, wo ich dann auch aktiv meine Erfahrungen sammle und das an die Jugendlichen weitergeben kann. Die Feuerwehr ehrenamtlich zu betreiben, ist nicht nur ein Hobby, sondern eine Berufung. Das kann man, denke ich, nicht mit unbedingt anderen Hobbys vergleichen. Wir sind am Bürger dran und helfen denen in der Not und kriegen hier auch Bilder zu Gesicht, die kein anderer Bürger so erlebt. Das ist eine große Aufgabe, das Ehrenamt, und ich kann hier für die Feuerwehr reden. Und durch die zahlreichen Einsätze, die wir hier in Münster erfahren, haben wir auch immer wieder große Motivation, dem Bürger quasi direkt zu helfen und genau die gleiche Arbeit zu leisten wie die Professionellen von der Berufsfeuerwehr. Ja, meine Aufgabe ist hier, dass ich die Jugendfeuerwehr leite. Das heißt, ich bin der Abteilungsleiter der Jugendfeuerwehr und bin quasi die Schnittstelle zwischen den Erwachsenen und den Jugendlichen. Habe auch eine Vorstandsfunktion dadurch und teile quasi meinem Vorstand mit, was in der Jugendfeuerwehr gerade so stattfindet. Ich habe auch ein relativ großes Ausbilderteam hinter mir. Ohne die könnte ich die Arbeit hier mit Sicherheit nicht leisten, denn wir haben jeden Mittwoch Jugendfeuerwehrdienst und bringen den Jugendlichen quasi alles nahe, was sie für ihr späteres Feuerwehrwesen benötigen. Wir haben hier Jugendliche von 10 bis 18, die wir quasi in einem Art Lehrplan jeden Mittwoch unterrichten. Das kann Theorie sein, das kann aber auch unter Umständen sehr viel Praxis sein, gerade wenn das Wetter gut ist. Und ich denke, gerade die Jugendabteilung ist das höchste Gut, was wir in der heutigen Gesellschaft haben.